Ich darf begrüßen Diplom-Sportwissenschaftler und er ist Co-Trainer, Athletiktrainer beim SC Fortuna Köln. Derzeit macht er seine Promotion an der Deutschen Sporthochschule Köln mit dem Schwerpunkt Effekte eines dynamischen Ganzkörper-EMS-Trainings bei Profifußballern. Und ich freue mich umso mehr, dass er wieder dabei ist. Bitte begrüßen Sie mit mir André Filipovic. Hallo. Ich hoffe, wir können gut hören. Danke für die Ankündigung. Ich bin jetzt schon zum dritten Mal da, also 3 Jahre in Folge. Mein Thema heute geht es um die Integration von meinem Ganzkörper-EMS-Training in den Leistungssport, am Beispiel Profifußball, da ich auch in dem Bereich arbeite. Ich werde meine Forschungen vorstellen, nicht alle, sondern die relevanten für den Leistungssport. Werde die Ergebnisse vergleichen und daraus quasi Trainingsempfehlungen für die Trainingspraxis ableiten. Und abschließend werde ich noch mal ein bisschen aus meiner Trainingspraxis erzählen, wie wir bei Fortuna Köln das Thema EMS aufgreifen, beziehungsweise wie wir das Ganze integrieren. Vorab. Ich weiß, es kommen nicht alle aus dem Fußball, deshalb ein paar Worte über Belastungsstruktur im Fußball. Wenn man sich den Fußball anschaut, so in den letzten 10 Jahren speziell, dann sieht man, dass der Fußball deutlich dynamischer geworden ist. Das heißt, die Sprintdistanzen insgesamt sind deutlich hochgegangen, mehr Sprints pro Zeiteinheit und vor allem die Sprints werden immer mehr zum leistungslimitierenden Faktor. Guckt man sich allein die Entstehung der Tore an, dann sieht man, dass 45% der Tore an linearer Sprint vorausgeht. Sowohl von dem, der das Tor erzielt, als auch von dem, der das Ding vorbereitet. Letztendlich entscheiden einen halben Schritt, ob ich eine Schulter vorhabe, ob ich das Ding über die Linie drücken kann oder nicht. In der Entwicklung der Leistungsfähigkeit, im Speziellen der Sprintfähigkeit, hat die Maximalkraft eine entscheidende Rolle. Weil Studien haben eindeutig nachgewiesen, umso höher meine Maximalkraft, umso höher kann ich springen und umso höher ich springe, umso schneller bin ich auf die ersten paar Meter. Soweit die Theorie, das hört sich gut an. Die Umsetzung in der Trainingspraxis ist nicht ganz so einfach. Fußball ist die Charakteristische für den Fußball ist, dass ich jedes Wochenende einen Wettkampf habe. Wir Individualsportler, die alle paar Monate oder alle paar Wochen einen Wettkampf haben, haben wir im Fußball jede Woche einen Wettkampf, zusätzlich zu 6 bis 8 Einheiten pro Woche. Und das große Problem im Fußball ist, dass der Wettkampf so intensiv ist, dass ich gezwungen bin als Trainer, Regenerationsfenster von 2 bis 3 Tage einzuhalten, um meinen Spieler letztendlich genug Zeit zu geben, dass er wieder regenerieren kann und auch letztendlich den ersten Trainingsreiz auch wieder mit 100% setzen kann. Hier rechts mal abgebildet die Trainingsintensitäten anhand Polar-Team-System. Nur ganz grobe Orientierung, aber man sieht deutlich, dass der Wettkampf am Samstag deutlich höher ist von der Belastung als der Hauptbelastungstag Dienstag zum Beispiel. Das heißt, wenn ich laut Theorie alle 3 bis 5 Tage einen Trainingsreiz integrieren will, um für eine Leistungssteigerung, dann kann ich das frühestens am Dienstag machen und der zweite Trainingsreiz muss dann quasi Donnerstag bzw. Freitag haben, aber Samstag habe ich schon wieder das Spiel. So kollidiere ich zwangsläufig mit dem Wettkampf am Wochenende. Und die oberste Prämisse ist immer noch, dass mein Spieler 100% fit ist am Wochenende. Das macht die Leistungssteuerung während der Saison relativ komplex. Schaut man sich das Athletiktraining an im heutigen Profifußball, da muss man feststellen, dass überwiegend verletzungsprophylaktisch gearbeitet wird und sehr wenig in der absoluten Leistungssteigerung. Warum Ganzkörper-EMS? Wenn ich das vergleiche mit klassischem, traditionellem Krafttraining, konnten Studien in den letzten Jahren eindeutig nachweisen, dass gleiche Steigerungen in der Maximalkraft möglich sind innerhalb von 8 Wochen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im direkten Vergleich stelle ich fest, dass mit Ganzkörper-EMS oder EMS an sich habe ich eine deutlich reduzierte Belastung für meine Gelenke. Das heißt, ohne Zusatzgewicht bin ich auch nicht gezwungen, lange Einführungsperioden zu integrieren. Ich muss nicht wie zum Beispiel Maximalkrafttraining oder beim olympischen Gewichtheben erst Technikschulen, Mobilitätsschulen, Rumpfstabilitätsschulen, um letztendlich dann effektiv zu arbeiten. Jeder, der das schon mal so Methoden angewandt hat und nicht falsch verstehen, ich bin absolut Verfechter davon, von klassischem Krafttraining, weil das einfach seinen Effekt hat, aber ich weiß, dass ich eine bestimmte Zeit einfach einplanen muss, bis ich mit meinem Athlet auch effektiv arbeiten kann. Das ist der große Vorteil vom EMS. Dazu kommt, dass ich mit den neuen EMS-Systemen
mehrere Muskelgruppen gleichzeitig ansteuern kann, das heißt in spezifischen Bewegungen arbeiten kann und so auch spezifische Bewegungen abbilden kann, wo ich den Leistungstransfer auch positiv unterstützen kann. Dazu kommt, dass ich mit dem EMS-Training relativ kurze Trainingszeiten habe von maximal 20 Minuten. Das gibt mir die Möglichkeit, das ohne Probleme zweimal die Woche zu integrieren. Ich muss meinen Umfang nicht erhöhen und kann so mein Training quasi intensivieren. Und ein ganz wichtiger Punkt, warum ich mich auch mit EMS beschäftigt habe. EMS ist ein komplett neuer Reiz für die Muskulatur. Und das bietet mir die Möglichkeit, die Belastungsstruktur im Fußball so weit zu ergänzen oder verändern sogar, dass ich selbst Spieler, die schon lange auf dem Niveau sich bewegen oder trainieren, auch nochmal Leistungssteuer ermöglichen kann. Nicht erschrecken, nur ganz kurz zu meinen Voruntersuchungen. Wir haben das versucht, systematisch, wissenschaftlich aufzuarbeiten, haben den kompletten EMS-Literatur einmal systematisch ausgewertet, beziehungsweise die Studien selektiert, haben wir eingeteilt in Klassen, haben das nochmal unterschieden in lokale EMS-Studien und Ganzkörper-EMS-Studien, haben uns beschränkt auf Effekte Maximalkraft, Schnellkraft, Leistung, Sprint und Sprungfähigkeit und haben da nochmal unterteilt in die Effekte von untrainierte Probanden, trainierte Probanden und Hochleistungssportler. In der Analyse haben wir uns natürlich beschränkt oder fokussiert auf die Ergebnisse der Studien mit trainierten Probanden und Hochleistungssportlern, weil letztendlich war es unser Ziel, daraus Trainingsprogramm zu entwickeln bzw. Stimulationsparameter zu definieren in Verbindung mit Trainingsnormativen, um ein Trainingsprogramm effektiv in den Leistungssport zu integrieren. Das Stimulationsprogramm haben wir dann in die Praxis übertragen, haben das 2012 erstmals mit dem Mannschaftskader von Fortuna Köln getestet, haben 24 Feldspieler integriert, haben die eingeteilt in eine EMS-Gruppe, eine Sprunggruppe, zwei musste man ausschließen. Die EMS-Gruppe hat 3x10 Squat-Jumps durchgeführt mit EMS und die Sprunggruppe die gleiche Anzahl der Sprünge, identische Ausführung, aber ohne EMS, um letztendlich den Effekt von den Sprüngen auch rauszurechnen. Das Ganze zweimal die Woche, zusätzlich zu 6 bis 7 Trainingseinheiten pro Woche, plus ein Spiel am Wochenende über 14 Wochen. Aufgrund der Ergebnisse, die sehr interessant ausgefallen sind, komme ich später dazu, haben wir das Ganze 2016 nochmal aufgesetzt, haben diesmal Leistungsfußballer integriert, die einen deutlich geringeren Trainingsumfang hatten von nur 3 bis 4 Einheiten, haben aber das Probandenkollektiv erweitert, sodass wir zusätzlich zu der EMS-Gruppe, zur Sprunggruppe, noch eine reine Kontrollgruppe integrieren konnten, um letztendlich auch die Effekte von dem reinen Fußballtraining an sich auch auszuschließen. Das Ganze, wie gesagt, zusätzlich so 3 bis 4 Einheiten pro Woche, plus den Wettkampf am Wochenende. Erste Studie haben wir angelegt über 14 Wochen. Mit Beginn der Rückrundenvorbereitung im Januar haben vorab einen Eingangstest durchgeführt nach 7 Wochen und einen Ausgangstest nach 14 Wochen. In den einzelnen Testungen haben wir jeweils direkt vor der Trainingsintervention, 15 Minuten danach und nochmal 24 Stunden später Blut von unseren Probanden entnommen. In der zweiten Studie haben wir das Ganze ein bisschen verkürzt, weil wir doch festgestellt haben, die Einflussfaktoren sind relativ hoch, wenn ich im Fußball das über 14 Wochen oder über längere Zeit integriere. Wir haben es verkürzt auf 7 Wochen, haben auch wieder einen Eingangstest, einen Posttest und nochmal einen Retest nach 3 Wochen kompletter Trainingspause nochmal integriert. Identisch wie in der ersten Studie, nochmal die Blutabnahmen vorher, nachher und 24 Stunden später. Die Untersuchungsparameter in der ersten Studie, das war letztendlich die erste Studie, das wirklich, wo wir es versucht haben, im Leistungssport zu integrieren. Wir haben das relativ reduzierte Untersuchungsparameter, haben eine Kraftdiagnostik, eine Sprungdiagnostik, eine Sprinttest durchgeführt und eine Schussgeschwindigkeit und haben zusätzlich Blutanalysen durchgeführt, verschiedene Belastungsparameter sowie ein Indikator IGF-1 für muskuläre Adaption. Wir haben ganz interessante Ergebnisse erzielt, deshalb haben wir in der zweiten Studie so ein bisschen größer ausgeholt, haben zahlreiche Parameter untersucht. Das ist jetzt nur ein Teil davon. Ich werde auch nicht auf alle eingehen. Letztendlich haben wir
Parameter integriert, um die Ergebnisse quasi zu reproduzieren oder vergleichbar zu machen, wie eine Kraftdiagnostik, Sprungdiagnostik, haben zusätzlich erstmals eine Ausdauerleistungsdiagnostik integriert, zusätzlich Muskelbiopsien und verschiedene Signalproteine und Anpassungen auf muskuläre, zelluläre Ebene zu untersuchen und auch wieder verschiedene Belastungsmarker im Blut. Wie gesagt, ich werde nicht alle vorstellen, das wird der Rahmen von der Präsentation deutlich überschreiten. Ich werde mich auf die beschränken, die wir letztendlich vergleichen können, um daraus quasi auch Rückschlüsse ziehen zu können für die Trainingspraxis. Kommen wir zu den Effekten der Maximalkraft. Wie ich vorher schon angedeutet habe, es ist der zentrale Punkt im Leistungssport. Dadurch, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Maximalkraft, Sprungkraft und Antrittsschnelligkeit. Was wir schön sehen in der ersten Studie, hier abgebildet einmal vorher, nach 7 Wochen und nach 14 Wochen, konnten wir eine direkte Steigerung der Maximalkraft nachweisen von 16% innerhalb von 7 Wochen. Nach 14 Wochen sogar über 20% im Schnitt. In der Sprunggruppe im Vergleich konnten wir keine Veränderung über komplette Studienzeit nachweisen. Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil 16%, jeder, der schon mal trainiert hat und längere Zeit, ich sag mal, Leistungslimit trainiert, 16% Leistungssteigerung ist schon eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Wir haben das Ganze nochmal untersucht, auch wieder die Leg Press hier abgebildet, einmal vorher, nachher und nach der Trainingspause nach 3 Wochen. Und wir konnten die Ergebnisse fast 1:1 reproduzieren. Wir hatten genauso Leistungssteigerung von 16% nach 7 Wochen. Ein sehr interessanter Punkt. Wir haben die Leistungsdiagnostik erweitert, die Kraftdiagnostik, und haben den Beinbeuger auch mitgemessen. Identisch zu dem Beinstrecker konnte man auch im Beinbeuger Steigerungen von über 10% nachweisen. Und das ist für einen Fußball hinsichtlich der Verletzungsprophylaxe ein sehr interessanter Parameter. Das ist immer noch leider, egal was wir machen heutzutage, immer noch einer der anfälligsten Muskelgruppen im Fußball. Und wenn ich quasi eine Leistungssteigerung, wenn ich die hintere Oberschenkelmuskulatur stärken kann, dann ist das ganz klar ein Indiz für eine, sagen wir, Verletzungsprophylaxe. Wie gesagt, Korrelation zwischen Sprung und Sprint. Deshalb war es nicht überraschend, dass wir auch in der Sprungkraft quasi Erhöhungen nachweisen konnten. Somit konnte man anhand der Daten zeigen, dass wir eine gesteigerte Maximalkraft direkt transferieren konnten, auch in die Bewegung. Wir konnten, auffallend ist, dass wir erst nach 7 Wochen eine Tendenz in der Steigerung, aber konnten erst nach 14 Wochen signifikante Änderungen zum Eingangstest nachweisen von im Schnitt 10% in Squat-Jump und in Counter-Movement-Jump. Die Sprunggruppe im Vergleich zeigt leichte Veränderungen, aber keine positiven signifikanten Steigerungen nach oben. Auffallend, also wir haben uns Gedanken gemacht, woran kann das liegen, dass wir so eine verzögerte Adaption haben von den, sag mal, schnellkräftigen Parametern. EMS wird oft kritisiert, dass Rekrutierungsmuster nicht 1:1 integriert werden können in die Bewegung und dadurch quasi der Leistungstransfer von der gesteigerten Maximalkraft nicht gewährleistet ist. Und das deutet eher darauf hin, dass entweder dass das nicht direkt transferiert werden kann oder einfach eine längere Zeit braucht, um letztendlich in die Bewegung zu transferieren. Zusätzlich hatten wir während der 4. bis 6. Woche ein erhöhtes Spielaufkommen. Wir hatten ein paar englische Wochen. Sprungparameter ist ein Parameter, der sehr sensibel reagiert auf muskuläre Belastung und eventuell könnte es dazu geführt haben, die erhöhte Spielbelastung, dass das muskuläre System von manchen Spielern einfach überlastet war und somit die einfach nicht das Maximale abrufen konnten in der Testung nach 7 Wochen. Das deckt sich auch mit den Beobachtungen der aktuellen Studie von 2016. Anders wie hier konnten wir direkt nach 7 Wochen eine gesteigerte Maximalkraft in eine Erhöhung der Squat-Jump und Counter-Movement-Jump transferieren und nachweisen. Das heißt, wir konnten allein durch die Sprünge quasi Rekrutierungsmuster integrieren und so auch den Leistungstransfer unterstützen.
Man sieht die Sprunggruppe, Kontrollgruppe, keine Veränderung. Somit können wir ausschließen, dass die Sprünge allein einen Effekt haben und das Fußballtraining einen Effekt hat. Somit können wir den Effekt auf die Leistungsparameter rein auf das EMS zurückzuführen. Das heißt, die verzögerte Adaption in der Sprungkraft hier muss eher auf eine erhöhte muskuläre Belastung und dadurch quasi eine Verzögerung zurückzuführen sein. Schaut man sich die CK-Werte im Blut an, dann deckt sich das mit den Beobachtungen. CK oder Kreatinkinase-Werte im Blut ist ein Indikator, der auf muskuläre Belastung hindeutet. Umso höher der Wert, umso höher ist quasi die muskuläre Belastung, beziehungsweise umso höher die muskuläre Schädigung auch, da muss man vorsichtig sein, umso höher ist der Wert im Blutserum. Zum Vergleich, CK-Werte beim normal, also untrainierten während der Woche liegen zwischen 100 und 200, bei Leistungssportlern haben wir Werte zwischen 300 und 500. Alles, was über 500 geht, redet man schon von erhöhter Belastung. Was man hier sieht ist, wir haben eine akute Erhöhung der CK-Werte im Blut messen können, 24 Stunden danach, von 500 auf über 1000. Was darauf hindeutet, dass da wirklich was passiert ist, dass da ein hoher, intensiver Reiz oder Stimulus auf die Muskulatur gewirkt hat. Überraschend war, dass sich der Wert nicht, wie in anderen Studien oft gezeigt, direkt wieder quasi gesenkt hat und eine muskuläre Anpassung stattgefunden hat, sondern der Wert hat sich über 7 Wochen aufrecht gehalten und hat sich da auch nochmal akut erhöht auf über 2000. Hier im Vergleich die Sprunggruppe ist konstant geblieben. Das sind Werte, die wir auch in der Vorrunde gemessen haben, alles Werte um die 500. Wir sehen hier, erst nach 14 Wochen hatten wir so eine muskuläre Anpassung an den EMS-Stimulus. Zum einen, man muss sagen, wir haben jede Woche anfangs die Intensität angepasst bzw. erhöht. Irgendwann ist es gedeckelt. Irgendwann kann ich nicht mehr jede Woche oder jede zweite steigern. Wenn ich hier vergleiche, haben wir 40% über alle Muskelgruppen im Schnitt gesteigert und hier deutlich weniger, nur noch um 15-20%. Was natürlich auch hier anzumerken ist, wir hatten die höhere Spielbelastung zwischen Woche 4 und 6. Eventuell hat es mit reingespielt und so die Werte quasi aufrechterhalten. Aber guckt man sich die Werte aus der aktuellen Studie an, hier jetzt noch zusätzlich, hier ist ja nur vorher und 24 Stunden später, hier haben wir nochmal vorher, direkt danach und 24 Stunden später. Aber letztendlich konnten wir die Ergebnisse 1:1 reproduzieren. Das heißt, wieder im Eingangstest eine deutliche Erhöhung von über 1500, aufrecht gehalten bis zum Ausgangstest auf über 1500 und teilweise ab bis zu 2000. Das hier in die Sprunggruppe im Vergleich wieder keine Reaktion gezeigt und auch die Kontrollgruppe konstant geblieben. Das heißt, nicht die erhöhte Spielbelastung ist verantwortlich für Aufrechterhaltung von der CK-Werte, sondern allein die Tatsache, dass ich 2 EMS-Einheiten habe pro Woche plus ein Spiel am Wochenende. Das heißt, alle 2 bis 3 Tage habe ich einen intensiven Reiz für meine Muskulatur, was wieder eine CK-Reaktion zur Folge hat. Und so kommt es mehr oder weniger zur Summation. So ist die Muskulatur gar nicht imstande, sich darauf einzustellen, wenn ich kontinuierlich erhöhe. Auf die Frage hin, Untersuchungsfrage, kann EMS muskuläre Adaptionen auslösen? Haben wir in der ersten Studie das IGF-1 integriert. IGF-1 ist ein Indikator für muskuläre umbauende oder aufbauende Prozesse, ist involviert in der PI3-Kinase, AKT-mTOR-Signalkaskade, wird aktiviert dann über die Satellitenzellen, soweit nur kurz Theorie, ist letztendlich ein Indikator für muskuläre Aufbauprozesse, zum Beispiel Hypertrophie. Wir konnten aber weder in der EMS-Gruppe noch in der Sprunggruppe akute oder chronische Effekte auf dem IGF-1 nachweisen. Zusätzlich haben wir keine Veränderungen nachweisen können in Körpergewicht und Körperumfänge. Die Daten deuten erstmal darauf hin, dass muskulär nicht viel passiert ist. Letztendlich müssen wir sagen, das war nur ein erster Versuch, um da Rückschlüsse ziehen zu können. IGF-1 reicht dafür nicht aus. IGF-1 muss nicht zwangsläufig aktiv werden in den Prozessen, sondern ist letztendlich nur einer von vielen möglichen Signalkaskaden, die letztendlich Hypertrophie auslösen.
Deshalb haben wir in der zweiten Studie das Ganze neu aufgezogen, haben Muskelbiopsien durchgeführt, um das wirklich auf zelluläre oder muskuläre Ebene nochmal zu untersuchen. Hier abgebildet die Muskelfaserquerschnitt von Typ 1 Fasern und Typ 2 Fasern. EMS-Gruppe, Sprunggruppe, Kontrollgruppe, jeweils vorher und nach 8 Wochen. Wir sehen, in der Typ 1 Phase konnte man keine Veränderungen nachweisen, aber auffallend war, dass wir in der EMS-Gruppe eine klare Tendenz nachweisen konnten von um die 12% in der Zunahme des Muskelquerschnitts. Wenn auch mit 0,051 statistisch nicht signifikant, ist es trotzdem eine klare Tendenz, dass da muskulär was passiert ist. Somit können wir, man kann jetzt nicht eindeutig sagen, dass da wirklich eine Hypertrophie stattgefunden hat, weil es letztendlich auch nicht signifikant ist. Trotzdem ist es eine klare Tendenz, und wenn ich überlege, dass ich nur 2x2 Minuten Netto-Anspannungszeit in der Woche integriert habe, ist es ein sehr interessanter Effekt. Wir haben erstmal die Ausdauerleistungsfähigkeit untersucht, einmal im VO2-Rampentest bis zur maximalen Ausbelastung. Was wir hier sehen, beziehungsweise wir sehen nichts, wir konnten keine Effekte sowohl auf die VO2-Peak als auch auf die maximale Laufleistung nachweisen können. So, weder in EMS-Gruppe, Sprunggruppe oder in Kontrollgruppe. Die einzige Tendenz, was sich gezeigt hat, war in der Veränderung in der VO2 in Ruhe. Und zwar nur in der EMS-Gruppe. Das Ergebnis deckt sich so ein bisschen mit den Beobachtungen der Muskelfaserquerschnitt. Typ-2-Fasern, wenn ich die Masse von Typ-2-Fasern erhöhe, Typ-2-Fasern brauchen generell höheren Sauerstoffbedarf. Das heißt, letztendlich steigt auch mein Sauerstoffbedarf in Ruhe. Das könnte darauf hindeuten, dass muskulär hinsichtlich der Typ-2-Fasern auch was passiert ist. So, zusammenfassend, was können wir rausziehen aus den beiden Studien bzw. aus Ergebnissen festhalten? Wir haben gesehen, dass 2 EMS-Einheiten pro Woche zusätzlich zum Mannschaftstraining ausreichen, um nach 7 Wochen die Maximalkraft und die Sprungkraft und auch die Sprintfähigkeit signifikant zu steigern. Die Ergebnisse in der Maximalkraft sind vergleichbar mit dem, was lokale EMS-Studien bisher produziert haben, aber auch absolut vergleichbar mit klassischen Krafttrainingsstudien. Die Werte in der vertikalen Sprungkraft liegen, sind eher moderat anzusehen. Das sind lokalen EMS-Studien von Maffioletti, Martinez, die teilweise Steigerungen gezeigt haben von 20-30%. Es ist anzumerken, wir haben Sprünge lediglich integriert und simultan durchgeführt zur EMS und kein zusätzliches Sprungtraining integriert, wie es in vielen lokalen EMS-Studien einfach der Fall war. Wir konnten nachweisen, dass 2 EMS-Einheiten pro Woche zusätzlich zum Mannschaftstraining bei Leistungssportlern nicht ausreicht, um die maximale die Ausdauerleistungsfähigkeit zu steigern. Und hinsichtlich der muskulären Belastung konnte man nachweisen, dass EMS ein intensiver Stimulus ist für die Muskulatur in Verbindung mit den Parametern der aktuellen Studie, mit den MMP2 und verschiedenen Parametern im oxidativen Stress, können wir auch sagen, dass ein sehr hoher metabolischer Stress für die Muskulatur besteht. Letztendlich muss man zu der CK-Werte sagen, die reichen nicht aus, um wirklich zu sagen oder Rückschlüsse zu ziehen auf muskuläre Belastung. Wir haben Werte nachgewiesen von bis zu 2000. Wenn wir die Werte von Kollege Kemmler zum Beispiel sehen, der heute Morgen es präsentiert hat, der Werte gezeigt hat von über 20.000 im Schnitt, dann sind das Werte, von die wir maximal 2000 erreicht hätten, eher als moderat anzusehen. Zusätzlich, wir haben dokumentiert alle Ausfälle. Wir konnten weder in den kompletten 14 Wochen bzw. 7 Wochen der zweiten Studie keine Ausfälle nachweisen aufgrund muskulärer Verletzungen oder sei es muskuläre Probleme, hohe Muskeltonus. Das heißt, CK-Werte im Bereich um 1000, 2000 sind absolut im Normbereich für einen Profifußballer oder einen Leistungssportler und sind jetzt nicht besorgniserregend und muss man deshalb aus dem Training rausnehmen. Hinsichtlich der muskulären Adaption haben wir gesehen, dass da was passiert. Auch wenn statistisch nicht signifikant, konnte man klare Tendenz zeigen, dass in der EMS-Gruppe durch den EMS-Stimulus Adaptionen ausgelöst werden.
Eventuell sind mehr als 7 Wochen bzw. 14 Einheiten notwendig, um Hypertrophie auszulösen. Das deckt sich auch mit der Beobachtung von lokalen EMS-Studien, die zum Entschluss kamen, dass Kraftsteigerung in der frühen Phase 4 bis 6 Wochen eher auf neuronale Art zurückzuführen sind und muskuläre Adaptionen erst in späteren Phasen aktiv werden. So, was kann man aus den Ergebnissen jetzt in die Praxis übertragen? Bisschen aus meiner Erfahrung auch. Wir haben gesehen, dass dynamische Ausführung im EMS Vorteile hat, zum einen in der Intensivsteuerung, dadurch, dass wir EMS mit Sprünge verbunden haben. Und die Sprünge, ich sag mal, in der Steuerung war immer Fokus, die Sprünge müssen sauber, koordiniert, ausführbar sein. Und solange das gewährleistet ist, war die Intensität nicht so hoch. Man weiß, EMS ist effektiv im submaximalen Bereich und muss nicht im absolut maximalen Bereich durchgeführt werden. Und so habe ich so ein bisschen Indikator, solange mein Spieler sich sauber bewegen kann, ist die Intensität nicht so hoch. Zusätzlich konnten wir zeigen, dass die Integration von Sprüngen sich positiv auf den Leistungstransfer auswirken kann. Um den Leistungstransfer zusätzlich zu unterstützen, wie es auch in vorigen EMS-Studien gemacht wurde, empfehlen die Daten, ein zusätzliches Sprungtraining zu integrieren beziehungsweise ein spezifisches Krafttraining noch zu integrieren. Die Durchführung mit Zusatzgewicht, das ist immer so, geht so ein bisschen der Trend hin, dass man viel EMS auch mit Zusatzgewicht durchführt. Studien konnten aber auch zeigen, dass das gar nicht notwendig ist. Speziell in der Entwicklung in der Schnellkraft geht es mehr um die Ballistik, um die explosive Ausführung und da brauche ich nicht zwangsläufig ein Zusatzgewicht. Kollege Wirz hat nachgewiesen in der Studie mit Langhanteltraining, dass umso höher der Reiz quasi durch die willkürliche Anspannung ist, durch Zusatzgewicht, umso weniger ist der Effekt quasi vom EMS. Der überlagert quasi den Effekt vom EMS. Um effektiv oder mit der adäquaten Stimulationsintensität zu arbeiten, brauche ich eine Einführungsperiode. Da brauche ich mindestens 1 bis 2 Wochen, um letztendlich auch meinem Spieler mehr Zeit zu geben, um sich daran zu gewöhnen. Fußballer sind generell eher vorsichtig, brauchen mehr Zeit, um sich ranzutasten. Und da reicht eine Einheit pro Woche aus, um auch ein bisschen auszuprobieren. Dann kann ich das wirklich auch mit der adäquaten Stimulationsintensität starten. In der Studie haben wir zusätzlich den Oberschenkel, auch die Wadenmuskulatur stimuliert. Ich habe immer wieder festgestellt, auch wenn wir Ergebnisse erzielen konnten in der Reaktivkraft, dass das System nicht optimal ist für die Stimulation der Wadenmuskulatur. Wadenmuskulatur hat oft sensibel reagiert. Deshalb ist meine Empfehlung, das eher abzubilden mit einem klassischen plyometrischen Sprungtraining und da eher die Reaktivkraft nochmal zu entwickeln. Abschließend nochmal von meiner Arbeit, wie wir das bei Fortuna Köln in den Trainingsablauf integrieren. Bei uns sind es 2 Schwerpunkte. Einmal der Reha im Reha-Bereich zum Erhalt der Maximalkraft und Explosivität bzw. der Erhalt der Muskulatur bei Inaktivität und Überbrückung von Trainingspausen, wenn ein Spieler gezwungen ist, aufgrund zum Beispiel Kniebeschwerden, was oft vorkommt im Spiel, auf Wechsel von harte und weiche Böden, Knieüberlastungen sind und ich dann wirklich kein adäquates Krafttraining ausführen kann, um ihn zu schonen, dann lieber dann mit EMS als Ersatz trainieren kann. Hier ein Beispiel, Kreuzbandpatient, direkt nach der OP im Sitzen und sobald die Jungs wieder stehen können, dann kontrolliert im Stehen, leichte Bewegungen, um da auch quasi die Bewegung zu integrieren. Der Hauptfokus in unserer Arbeit mit EMS liegt in der gezielten Leistungssteigerung. Da geht es speziell um Sprungkraft und Antrittsschnelligkeit. Das Ganze als Variation zum traditionellen Krafttraining. Das heißt, das wird niemals, wir integrieren das nicht als kompletter Ersatz zum Krafttraining, sondern rein als Alternative, kombinieren die beiden Methoden und auch wirklich nur punktuell bei Spielen, wo wir der Meinung sind, da können wir wirklich auch einen neuen Reiz setzen. Wenn ein Spieler mit 18, 19 Jahren zu mir kommt und wenig Erfahrung im Krafttraining hat, dann werde ich den nicht mit EMS belasten, weil der sehr viel Potenzial noch hat, allein durch traditionelles Krafttraining seine Leistung zu steigern. Erst wenn die muskuläre Basis vorhanden ist, dann kann ich quasi einen neuen Reiz setzen.
Wenn wir von gezielter Steigerung sprechen, der Schnellkraft und Explosivität, dann, wenn wir das periodisch einbinden, dann 8 bis 12 Wochen Minimum, schalten nochmal eine Einführungsperiode vor von 1 bis 2 Wochen, stimuliert den Oberkörperrumpf zusätzlich zum Oberschenkel, quasi Fokus auf den Beinstrecker, führen Variationen von vertikalen Sprünge durch und da ist man komplett frei, um klassische Squat-Jumps, um teilweise einbeinige Sprünge, Sprünge aus und Skippings heraus. Verschiedene Varianten, maximal 3 bis 4 Serien, 8-10 Wiederholungen. Wir passen anfangs jede Woche an. Wenn wir das 2-mal die Woche integrieren, dann immer in der ersten Einheit pro Woche, in der zweiten wird die Intensität einfach nur behalten, um letztendlich da nicht nur einen zusätzlichen Reiz zu setzen, weil letztendlich das Spiel auch 2 Tage später schon wieder stattfindet. Das Ganze, wie gesagt, wird immer kombiniert mit einem spezifischen Krafttraining, das heißt in Variationen mit Kniebeugen, olympisches Gewicht heben, Umsetzen, Reißen und spezifisches Sprungtraining bzw. Sprinttraining auf dem Platz als Übertrag. Hier mal ein Beispiel von unserem Trainingsplan, so wie das aussieht, Samstag Spiel. Das sind 6 bis 8 Einheiten, das sind jetzt die Mannschaftseinheiten plus athletischen Schwerpunkt, Mannschaftstraining in Kleingruppen, Dienstag früh. Dazu kommen nochmal individuelle Einheiten, 2 bis 4 pro Woche jeweils vor bzw. nach den Einheiten. Folgende Variante. Wenn wir EMS 1-mal in die Woche integrieren, um quasi unser Krafttraining zu intensivieren, dann wird es zu einem dienstags, wie vorher gesagt, brauche ich halt, wenn ich Samstag spiele, brauche ich Sonntag, Montag die Regenerationszeit, dass ich neuronal auch wieder maximal ansteuern kann dienstags. Das heißt, dienstags die erste Einheit, 15 bis 20 Minuten, 12 bis 15 Minuten maximal, kombinieren das im Anschluss mit Variationen von Kniebeugen, teilweise komplett ohne Zusatzgewicht, da geht es nur um die Ansteuerung, um Rekrutierungsmuster nochmal zu integrieren. Die zweite Einheit, donnerstags vor dem Training, dann klassisch Explosivkraft, um nochmal umsetzen, reißen und übertragen das Ganze nochmal mit Sprünge und Antritt auf den Platz. Und Freitag rein nochmal die Aktivierung, Koordination, Reaktivkraft nochmal und ein paar Antritte. Wenn wir das mit manchen Spielern 2-mal die Woche integrieren, dann ist es auch wieder identisch hier. Dienstag in Verbindung mit dem klassischen Krafttraining und dann Donnerstag, entweder donnerstags vorm Training oder nochmal Freitag vorm Training in Verbindung mit Sprünge und Antritte beziehungsweise mit Koordination und Antritte. So, das war's von meiner Seite. Vielen Dank.